Also ich bin auf jeden Fall sehr gut in Form aktuell. Es ist natürlich sehr schade, dass ich diese blöde Kadernorm von 13, 18 in Boston noch nicht abhaken konnte. Das ist natürlich was, auch das mich sehr unter Druck setzt und da fühlt man sich immer so ein bisschen getrieben. Ja, wie bin ich zur Leichtathletik gekommen? Ich komme auf jeden Fall aus einer sehr sportlichen Familie. Und meine Eltern haben meine Schwester und mich früher überall mit hingenommen und ja, haben ja, mit uns alles eigentlich gemacht. Also Skifahren, Snowboarden, Klettern und ja, haben einfach alles immer mitgemacht und sind daher immer schon ja, viel unterwegs gewesen, haben uns viel bewegt. Und dann habe ich auch mit dem Geräteturnen irgendwann angefangen, so mit 5, 6. Da war ich dann doch recht passabel. Aber es hat mir dann nie so richtig viel Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Ich glaube, mit 9, 10 bin ich da rausgeschmissen worden, weil wir ein bisschen zu viel Scheiße gebaut haben. Aber ja, dann bin ich von der Grundschule in die Mittelschule gekommen und von dort ja, hat mich dann ein Mitschüler zur Leichtathletik mitgenommen und das hat mir ganz gut gefallen. Ja, also der Mitschüler, der mich mitgebracht hat zur Leichtathletik, der hat dann auch 3 Wochen später aufgehört. Ich bin dabei geblieben und bin regelmäßig 2-mal die Woche zum Training gekommen und habe da meinen Heimtrainer, den Jürgen Scheibenberger, kennengelernt. Und da habe ich erstmal ganz normal Leichtathletik gemacht, alles, was man so gemacht hat. Und der Jürgen musste natürlich mich auch erstmal kennenlernen und hat mich dann erstmal für den Hochsprung entdeckt. Und ja, da habe ich mich aber nicht mehr so weiterentwickelt irgendwann. Und irgendwann ist dann aufgefallen, doch, dass ich dann gar nicht so schlecht im Laufen bin. Da gab es eine kleine Gruppe von Läufern, die der Jürgen auch trainiert hat. Und da habe ich mich dann irgendwann angeschlossen. Die waren alle ein bisschen älter, aber irgendwie konnte ich immer doch mittrainieren. Und so habe ich dann irgendwann mit dem Werfen und mit dem Springen aufgehört und mit dem Laufen weitergemacht. Ja, das erste Erfolgserlebnis für mich war die Bayerische Meisterschaft, Bayerische Crossmeisterschaft 2014. Da habe ich dann schon ein bisschen trainiert mit dem Laufen. Und ja, dann war das natürlich Bayerische Meisterschaft, was richtig Großes für mich. Auch richtig nervös gewesen, meine Familie war dabei. Und da bin ich halt einfach mal mitgelaufen. So. Und dann war ich da mit anderen Athleten sozusagen, die in der Altersklasse höher waren als ich. Deswegen bin ich dann hier irgendwann als 6., 7. ins Ziel gekommen und danach habe ich dann rausgefunden, wow, ich habe meine Altersklasse gewonnen, ja. Und das war richtig krass für mich, da war ich super happy und habe da auch irgendwie eine Zukunft drin gesehen, so. Also für mich ging es dann weiter mit den deutschen U16-Meisterschaften, da musste man damals noch so eine B-Norm laufen, da habe ich mich auch schon qualifiziert, musste dann aber verletzungsbedingt halt leider absagen. Meine erste richtige deutsche Meisterschaft waren die deutschen Cross-Meisterschaften 2016 in Herten und da bin ich, ich glaube, 4. geworden und ja, da war ich auch schon richtig hyped auf das ganze Ding und ja, dann 2016 draußen war dann meine erste Meisterschaft auf der Bahn, Deutsche Meisterschaften U18 und bin da dann überraschend 2. geworden hinter Mo über 3000 Meter. Also nach dem Rennen ist Pierre Yadi auf mich zugekommen, hat gefragt, ja, wie schaut's aus, Bundeskader und ja, da ist dann auch so ein bisschen so ein Schalter für mich umgefallen, dass ich gemerkt habe, okay, das möchte ich jetzt richtig ernst nehmen, hier das ganze Laufen. Und dann bin ich damals mit Jürgen auch nach Kienbaum gefahren und habe mich da mit anderen Athleten austauschen können. Und dann habe ich 2017 auch meinen Realschulabschluss gemacht und da ging es dann natürlich auch um berufliche Perspektive. Habe mich für den Spitzensport bei der Bayerischen Polizei beworben, weil ich auch schon den Berufswunsch-Polizist hatte. Die Bewerbung war dann leider erfolglos und ich habe dann mich entschieden, mein Fachabitur am Internat in Nürnberg zu machen. Auf geht's, komm, komm, zieh, ja! Komm, komm, geh gleich vor! Das wird ein enger Entscheid mit dem besseren Ende für die 194. Ja, genau. Also 2017 war schon ein sehr gutes Jahr für mich einfach. Im März bin ich bei den deutschen Crossmeisterschaften U18 3. Platz geworden und dann bei den deutschen U18-Meisterschaften über 2000 Meter Hindernis habe ich auch gewonnen. Ist er
da besser drauf. Florian Brend, haben wir auch noch gesehen, dass Oliver Rehn Probleme hatte. Am Wassergraben nun Position 3 abgeben muss und er stürmt hier den Titel entgegen. Das ist vorne Florian Brend, TV Leutershausen. Er gewinnt hier über 2000 Meter Hindernis bei der männlichen Jugend U18 in 6:06. Einen Tag davor bin ich auch schon über die 3000 Meter gestartet, bin da aber letzter geworden. Und da hat sich schon hat sich gezeigt, dass ich damals schon ein ziemliches Nervenbündel war. Das hat sich jetzt zum Glück verändert, aber ja, da gab es damals schon einige Auf und Abs. Genau. Und danach bin ich eben nach Nürnberg aufs Sportinternat und habe dort mein Fachabitur gemacht. 2018 war ein schwieriges Jahr für mich. Das erste Jahr U20 ist immer nicht so einfach. Und leider habe ich da gar keine Erfolge groß verbuchen können. Ich habe zwar Fortschritte im Training gemacht, auch weil ich ja im Sportinternat war, aber ja, so richtige Erfolge konnte ich da nicht für mich verbuchen. Ich bin auch das erste Mal 3000 Meter Hindernis gelaufen. Das war schon auch ein erster Schritt mal. Aber wie gesagt, das war nicht so erfolgreich. Mein Ziel, dass ich im Spitzensport ja, irgendwann ankomme, den hatte ich aber immer noch. Also mein erster internationaler Einsatz war was wirklich sehr Besonderes für mich. Das erste Mal so Deutschland-Klamotten tragen war ein Traum, ja, der für mich schon so lange eigentlich bestand. Und da gibt es auch noch ein sehr cringes Bild von mir, wo ich mich so in die Klamotten reingelegt habe. Aber es war wirklich was sehr Besonderes für mich und es war ein schönes Erlebnis. Leider haben dann im Rennen im Vorlauf die Nerven komplett schlapp gemacht. Und ja, ich habe mich nicht fürs Finale qualifiziert. Aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis. Ich bin dann eine Woche später 2000 Meter Hindernis Deutscher Meister in U20 geworden in Ulm. Hab da gewonnen und mein Jahr gut abgeschlossen. 2019 habe ich mein Fachabitur abgeschlossen und habe mich dann wieder im Spitzensport beworben und war wieder erfolglos. Hatte aber trotzdem Berufswunsch, dass ich Polizist werde und habe dann auch tatsächlich im März 2020 meine Ausbildung angefangen. Davor habe ich es noch geschafft, mich für die Cross-EM 2019 zu qualifizieren. Da war ich leider auch leider sehr weit hinten. Und dafür vorne platziert eben bei der Afterparty. Aber ja, habe dann 2020 auch einen Trainerwechsel gehabt. Habe von Jürgen Scheibenberger zu Melanie Jäger gewechselt, also zur Mama von Nick. Genau, während der Ausbildung konnte ich ja sehr gut trainieren und habe auch meine Fitness deutlich gesteigert. Nach Corona 2021, als die Wettkämpfe dann wieder so angefangen haben, konnte ich aber leider über die Hindernisse nicht so wirklich meine Fitness zeigen und habe mich da kaum verbessert. Und leider war die Saison dann so zäh, dass ich irgendwann auch gesagt habe, okay, mit den Hindernissen ist jetzt Schluss. Die Saison habe ich dann beendet, habe viele Flachrennen gemacht, dort habe ich mich dann schnell gesteigert, bin auch 1500 Meter schneller geworden. Wollte eigentlich auch noch eine 5000 Meter laufen Ende der Saison von 2021. Das Rennen wurde dann aber wegen dem Gewitter, in Belgien war das, abgesagt kurz davor. Und ja, habe mich dann aber schon auf die flachen Strecken fokussieren wollen. Nach der Bahnsaison ging es dann natürlich weiter in die neue Saison, wo ich dann noch die Chance hatte, mich für die Cross-EM 2021 zu qualifizieren in Dublin. Und da war natürlich schön, weil ich mich gemeinsam mit Nick qualifiziert habe. Ja, die Cross-EM war aber leider wieder nicht so erfolgreich. Also 2022 war für mich mein Durchbruchsjahr, muss man einfach so sagen. Ich habe ja schon gut trainieren können in der Ausbildung und dann habe ich das Jahr damit angefangen, dass ich überraschend dritter Platz geworden bin bei den deutschen Hallenmeisterschaften und dann ging es tatsächlich für mich auch so weiter. Man muss dazu sagen, dass ich ja immer noch den Traum hatte, in den Spitzensport zu kommen und ich wusste auch, dass das jetzt die letzte Chance ist, die ich haben werde, weil nach dem Abschließen meiner Ausbildung werde ich vermutlich viel arbeiten müssen, auch im Schichtdienst und dann nicht mehr den Sprung schaffen werde in den Spitzensport.
Und da wusste ich, das wird dieses Jahr meine letzte Chance sein werden. Und da hatte ich die 5000 Meter eben im Blick. Da musste ich 13:45 laufen. Ich bin dann überraschend in Heusden 13:42 gelaufen, habe die Norm unterboten und dann auch irgendwie den Weg für den Spitzensport frei gemacht. Und das war dann ja ein Riesenbefreiungsschlag für mich, dass ich das geschafft habe. Und habe dann auch noch den deutschen Meister sozusagen geholt über 5000 Meter bei der U23. Und so ein sehr erfolgreiches Jahr einfach abgeschlossen. Denn die sehen beide noch gut aus. Jetzt kommt Florian Brenn mit der Attacke, haben Sie das gesehen? Und jetzt muss Tom Förster kämpfen, aber Florian Brenn, der ist auf und davon. Da kommt der Staccato-Schritt mit großen Schritten auf zum ersten Titel. Genau, also nach meiner sehr erfolgreichen Bahnsaison 2022 ging es dann für mich natürlich nicht sofort in den Spitzensport weiter. Ich habe erst mal 6 Monate in der Einsatzhundertschaft in Nürnberg gearbeitet. 6 Monate bis Februar 2023. Und dann wurde ich endlich in Spitzensport versetzt. Und seitdem kann ich mich Vollprofi nennen. An dieser Stelle wollen wir uns natürlich auch beim Hauptsponsor dieser YouTube-Serie hier bedanken. Und zwar bei der Sparkasse Erlangen. Die Sparkasse unterstützt den LSC Höchstadt schon seit, den es ihn eigentlich gibt. Und auch wir tragen auf unseren Running Gags Meets Höchstadt Wettkampftrikots ja die Sparkasse als unseren Hauptsponsor. Ja, mehr über die Angebote der Sparkasse und deren Karrieremöglichkeiten findet ihr dann in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein. Jetzt aber viel Spaß beim Video. Lasst gerne einen Like da und gebt uns Feedback in den Kommentaren. Also 2023 bin ich dann nach Trainingslager in Montegordo, Südafrika und Italien in Ordegem so richtig in die Saison eingestiegen. Davor hatte ich noch private Schwierigkeiten, bin aber da auch wieder gut rausgekommen und bin in Ordegem dann eine neue Bestleistung von 13:30 gelaufen. Genau, nach der 13:30 ging es für mich in ein richtig großes Abenteuer. Ich habe ganz kurzfristig meine Sachen gepackt, das Wohnmobil von meinen Eltern, und bin nach St. Moritz gedüst und habe da einige Wochen verbracht. Dann ging es für mich für einen kurzen Abstecher aus St. Moritz dann zur Team-EM nach Chorzów, wo ich leider total versagt habe. Da bin ich, glaube ich, eine 14:10 gelaufen und habe da nicht so viele Punkte fürs deutsche Team gebracht. Es war aber eine schöne Erfahrung, die ich da machen durfte, als meinen ersten Einsatz oder internationalen Einsatz bei den Männern. Also ich bin aus St. Moritz gekommen, aus der Höhe. Das war das erste Mal, dass ich so direkt nach der Höhe so ein Rennen mache. Deswegen war das eine neue Erfahrung. Und ich habe nicht viel von mir erwartet in dem Rennen. Ich wollte so viel wie möglich rausholen. Und dafür hatte ich auch die Absicht, einiges zu riskieren, dass ich dann vielleicht nicht nur in der Verfolgergruppe bleibe, sondern tatsächlich auch in der Führungsgruppe mitgehe bei den vorderen Jungs, wo ich mich eigentlich damals nicht gesehen habe. Und wollte einfach so lange wie möglich dranbleiben. Es war natürlich ein Riesenerfolg für mich, Deutscher Meister 2023 zu werden. Aber ja, für mich war das Kapitel leider noch nicht abgeschlossen, weil ich die Kadernorm noch nicht hatte. 13:06:24 musste ich laufen und die hatte ich halt eben mit einer 13:30 noch nicht. Und die hatte ich dann vor, in Heusden zu laufen, eine Woche später. Das war dann ja leider nicht erfolgreich, da war ich auch im Kopf noch nicht da, nicht ganz körperlich erholt.
und ja, musste dann gezwungenermaßen die 5000 Meter da 2023 abschließen und habe es jetzt somit auch nicht in den Kader geschafft für 2024. Genau, ich hatte jetzt das Glück, dass mein Arbeitgeber die Möglichkeit mir gegeben hat, dass ich noch mal ein Jahr nutzen kann, um die Kadernorm zu erlaufen. Das ist jetzt auch dieses Jahr das größte Ziel für mich eigentlich, dass ich mir den Kaderstatus wiederhole und dann auch mir den Status im Spitzensport absichere. Genau, im September habe ich dann wieder mit meiner Vorbereitung angefangen, habe zwischenzeitlich einen Monat in der Dienststelle in Erlangen ganz normal gearbeitet und bin dann für 3 Wochen nach Südafrika gefahren, ins Höhentrainingslager. Bin danach bei den deutschen Crossmeisterschaften gelaufen. Und habe allgemein einfach 4 Kilometer gesammelt. Und jetzt Anfang des Jahres bin ich dann nach Monte Gordo ins Trainingslager wieder gefahren. Eingestiegen in meine Hallensaison bin ich dann in Luxemburg über 3000 Meter mit einer 7,53. Damit wäre ich auch recht zufrieden. Dann ging es mit so einem kleinen Trainingswettkampf weiter über 1500 Meter in München, der auch recht erfolgreich war. Bin ich sogar Bestleistung gelaufen mit 3,42 tief. Und dann kam das Highlight der Hallensaison in Boston. Bin ich 5000 Meter gelaufen und da hatte ich vor 13,18 zu laufen, also die nötige Kadernorm für mich jetzt. Das war natürlich für mich schwierig, weil ich ja, mit der Zeitverschiebung noch nicht so die Erfahrung gemacht habe. Und auch ansonsten ja, die Erfahrung USA so mal mitnehmen musste. Also nach Boston bin ich erstmal relativ deprimiert zurückgekommen. Ich war dort allein und habe erstmal ein bisschen Aufbau gebraucht von meinem Team. Das hat auch gut geklappt. Ich bin Dienstag zurückgekommen und habe versucht, einfach den Jetlag ein bisschen abzubauen und mich gut zu erholen. Habe dazwischen auch nichts mehr groß trainiert und mich nur noch erholt vor Leipzig. Und ja, in die deutschen Hallenmeisterschaften bin ich dann schon reingegangen mit der Erwartung, dass ich eigentlich gewinnen möchte als Ziel. Das war natürlich auch nicht ganz einfach, weil Mohamed Abdillahi gestartet ist. Habe ich tatsächlich das Rennen gewinnen können. Überraschenderweise ist Mo dann da relativ lange vorne gewesen und ich bin da dahinter geblieben, habe Energie gespart und bin auf den letzten 50 Metern auf der Zielgerade vorbei und habe dann auch wirklich das Rennen für mich entschieden können. Also ich bin auf jeden Fall sehr gut in Form aktuell. Ich habe sehr gut trainiert. Und es ist natürlich sehr schade, dass ich diese blöde Kadernorm von 13,18 in Boston noch nicht abhaken konnte. Das ist natürlich was, auch das mich sehr unter Druck setzt und da fühlt man sich immer so ein bisschen getrieben. Aber jetzt geht es erstmal für mich für 3 Wochen nach Südafrika ins Trainingslager, dann für 2 Wochen nach Italien, da auf jeden Fall nochmal den Feinschliff holen. Und dann ja, geht es auch schon mit den ersten Rennen los, wo ich dann hoffentlich die Kadernorm abhaken kann und dann auch die Norm für die Europameisterschaften in Rom und hoffentlich auch richtig viele Punkte für Paris sammeln kann.